Ich freue mich heute ganz besonders darauf, mit meinen Kommilitonen auf unsere erfolgreichen Abschlüsse anzustoßen und auch einfach andere HFHler kennenzulernen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Ich habe Betriebswirtschaftslehre dual studiert. Also ich habe eine Ausbildung zur Eurokauffrau gemacht. Eurokauffrau setzt sich zusammen aus Industriekauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Französisch. Und nebenbei habe ich eben an der HFH BWL studiert. Gearbeitet habe ich zu dieser Zeit in einem Luft- und Raumfahrtunternehmen im Einkauf und Vertrieb. Mein Studium hatte auf jeden Fall großen Einfluss auf mein Arbeitsleben. Also ich habe beispielsweise dank meiner theoretischen Kenntnisse viele Vorgänge und Abläufe im Unternehmen viel besser umsetzen können und auch verstanden. Und ich habe nach meiner Ausbildung auch einen wirklich sehr guten Einstiegsjob erhalten. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich nur meine Ausbildung gemacht hätte. Also ich kann die HFH auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich meine, Fernstudium ist sehr, sehr viel Selbststudium. Man muss sich selbst viel beibringen können. Aber wenn man dann doch mal Probleme mit einem Studienbrief hat oder Sachverhalte überhaupt nicht versteht, dann kann man ja an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Und dann wird einem das vom Dozenten alles erklärt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich war beispielsweise am Studienstandort Regensburg. Und da waren die Dozenten wirklich sehr kompetent und auch die Ansprechpartner der HFH. Es war wirklich alles perfekt. Also ich würde den neuen Studenten auf jeden Fall empfehlen, einen guten Lernplan zu erstellen. Also Zeitmanagement ist alles. Ich war beispielsweise so, dass ich unter der Woche nicht viel lernen konnte. Ich habe dafür dann am Wochenende mehr gelernt, weil ich ja immer bis um 5 in der Arbeit war. Aber wenn man wirklich einen realistischen Lernplan erstellt und den dann auch durchzieht, dann ist das Studium wirklich gut machbar und man hat einen erfolgreichen Abschluss am Schluss. Also